Mit Paracarry nun an unserer Seite wird das Abenteuer doch bestimmt einfacher, oder? Hä? Was sind Ihnen für welche? Hi. Hey, hallo, alter Knabe. Na, wie geht's denn so? Dann nennt mich Colorado. Ich bin ein Archäologe und reise um die ganze Welt. Momentan durchkämme ich die staubtrockene Wüste, um die staubtrockenen Ruinen zu finden. Mein Assistent ist losgezogen, um im staubtrockenen Vorposten, der hier ganz in der Nähe liegt, Infos zu sammeln. Leider haben wir bis jetzt noch kein Glück gehabt. Alles, was ich brauche, ist ein kleiner Hinweis. Dann steht einer großartigen Entdeckung nichts mehr im Wege. Hey, Sie sind doch Colorado, oder? Ich bin Paracarry und stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für Sie. Einen Moment bitte. Ja, hier doch diesen Brief hier, das ist für Sie. Für mich? Oh, danke. Aha, und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Ach, gütiger Himmel. Das ist ein Brief von meiner Frau. Ich danke dir, alter Kumpel. Das ist genau das, was ich gebraucht habe, um wieder Kraft schöpfen zu können. Warte mal, dafür muss ich mich doch erkenntlich zeigen. Ich bin darauf gestoßen, als ich hier mitten in den Ausgrabungen gesteckte. Oh, Schallschutter, cool, danke. Aber warte mal, wollte nicht jemand anderes dich noch sehen? Cooper, der war ein großer Fan von dir. Und deinen Leuten. Zum Starttag in den Vorposten zu gelangen, folge einfach diesem Pfad nach Osten. Ich an deiner Stelle würde nicht vom Pfad abweichen. Du gerätst sonst in Schwierigkeiten und verirrst dich. Nicht einmal der Pfad selbst ist völlig sicher, also pass auf, wohin du trittst. Ja, wir helfen Professor Colorado hier. Wir warten auf unseren Freund, der zum staubtrockenen Vorposten gegangen ist, um dort nach Infos zu suchen. Wusstest du, dass die Bewohner vom staubtrockenen Vorposten die Nachkommen der Erbauer der Ruinen sind? Ist das nicht großartig? Schon seit Generationen leben hier Leute, die über die Ruinen wachen. Ja, sehr interessant. Hey, hallo, alte Knabe. Na, wie geht's denn so? Man nennt mich Colorado, aber hab ich ja schon gerade erzählt, ne? Was? Wow, Sie sind Professor Colorado. Ich bin's, Cooper. Ich bin Ihr Nachbar. Es ist großartig, Sie zu sehen. Ich hätte niemals erwartet, Sie hier draußen zu treffen. Oh, ich befinde mich gerade mit Marion mitten in einer Expedition. Ich will genau wie Sie ein Archäologe irgendwann werden. Hallo, Cooper. Das muss ja Jahre her sein. Nun, wenn du das mit der Archäologie ernst meinst, dann sollten wir mal gemeinsam losziehen. Jederzeit, ehrlich. Aber jetzt solltest du dich besser auf dein Abenteuer mit Mario konzentrieren. Du musst eine Sache zu Ende bringen, bevor du die nächste beginnst. Nur so wirst du ein so berühmter Archäologe wie ich. Wow, okay. Sobald wir die Prinzessin und das Königreich gerettet haben und die ganze Welt, müssen wir beide sofort auf Entdeckungstour gehen. Ah, Cooper, der freut sich. Das ist doch schön. Dass wir zumindest hier einen glücklich machen konnten. Die sagen zwar, wir sollen nach rechts, das ist Osten, aber ich gehe trotzdem erstmal hier lang. Nach Norden. Oh. Okay, nein, tue ich nicht. Was zur Hölle? Das sind irgendwelche Rabauken, die was von mir wollen. Und ich habe Angst. Nee, komm, dann gehen wir doch erstmal hier lang. Warte mal, ist das ein Labyrinth? Ist das der ganze Sinn hinter dem Ganzen? Oh Gott, ja, es ist. Okay, wir sollen dem Weg folgen. Wir sollen den Weg nicht abweichen. Ja? Pockys! Komm, Pockys, bam! Ich scanne die direkt mal. Damit wir zumindest schon mal wissen, was wir gegen sie tun sollen. Das ist ein Pocky, ein böser Kaktus. Pockys greifen an, indem sie mit Teilen ihres Körpers werfen oder auch auf dich fallen. 4 KP, 2 Angriff, keine Verteidigung. Sei vorsichtig, es ist nicht gut, auf ihre schachligen Köpfe zu springen. Außerdem haben sie die dumme Angewohnheit, Verstärkung zu rufen. Lass sie uns schnell besiegen. Verstärkung rufen? Oh no. Bam! Sehr schick. Ey! Zur Hölle! Boah, okay, die machen schlimmen Schaden. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ja, nee, das funktioniert so nicht. Du wechseln wir mal aus mit Cooper, denn Cooper hat die tolle Fähigkeit mit Powerpanzer. Bam! Sehr schön. Der eine schon mal down. Der war so jetzt down gegangen. Warte, wann mache ich das denn? 1, 2, 3! Nein. Okay, ich muss noch ein bisschen üben. Aber ich habe jetzt schon wieder 10 Leben oder so verloren wegen den Viechern. Die sind echt nicht ohne, du. So. Bam! Okay, der hat zwar nur einen Körperteil verloren, aber er geht trotzdem dadurch down.
Ja, die sind in Ordnung. Wenn die nicht mit so vielen auf einmal in den Kampf treten, sind die in Ordnung. Was zum... Hi? Kann man dir helfen? Okay. Oh! Hi? Kann man dir helfen? Oh, der kann mir nicht helfen! Ah, was macht der mit mir? Was zur Hölle? Hey! Wo sind wir? Habt ihr eine Ahnung, wo wir hier sind? Kann ich hier weg? Oh nein. Freunde, wir haben uns ver... Salam, edle Reisende. Auch ich befinde mich auf Reisen. So wie er auch offensichtlich auch tut. Andere Reisende, die ich treffe, sind für mich wie Brüder und Schwestern. Sucht ihr nach einer Stadt, dann folgt diesem Pfad nach Osten. Ein Ort namens Staubtrockener Vorposten wartet am Ende. Danke, Mann. Cent von dir. Oh, Cent. Warum Cent? Nein, schade. Oh! Wenn hier schon neue Gegner sind, dann schnell zurückwechseln auf Kumbario. Weil sie mich angreifen wollen. Bin ich vorbereitet. Einfach die ganze Zeit nur rechts rennen, das war's. Mehr ist ja nicht. Oder ist das ein Trick? Sagen die ganze Zeit alle das Gleiche, aber eigentlich soll man auf die Idee kommen, woanders lang zu gehen. Wer weiß. Willkommen! Schaubrockner Vorposten! Oh, nee. Okay. Schade. Bist du schon da? Oh! Salam! Willkommen, Reisende! Ihr müsst eine lange, heiße Reise hinter euch haben! Willkommen im Staubtrockenen Vorposten! Der Herrscher dieser Stadt ist Mustafa! Das hattet ihr nicht vergessen! Obwohl, ihr werdet ihn vermutlich niemals zu Gesicht bekommen, wenn wir mal ehrlich sind. Okay. Meister Mustafa ist ein wichtiger Mann! Meister Mustafa ist ein großer Mann! Wo er ist, niemand weiß es. Er verbringt. Er verbirgt sich vor seinen Feinden. Okay. Das ist ja schön für ihn. Sag, ist das eine Mondkarte? Hey, ich habe auch eine Mondkarte. Oh toll, ich kann nicht glauben, dass ich genauso stark bin wie du, Mario. What? Oh. Hi. Was geht denn jetzt ab? Ich bin gerade ein bisschen überfordert hier. Oh. Und der Typ, der war Sonic. Hast du schon den alten Wahrsager in Tautan getroffen? Er hat immer recht. Deswegen ist seine Wahrsagerkunst auch so berühmt. Solltest du einmal nicht mehr weiter wissen, dann rede mal mit ihm. Das ist eine gute Idee. Ja, wir haben schon mal mit ihm geredet. Der Typ ist ein bisschen ballerballer, aber ja. Theoretisch kann man mit ihm reden. Wenn man nicht mehr weiter weiß. Oder man guckt einfach einen Guide. Hey, weißt du was? Irgendwo in der Wüste steht ein steinender Kaktus. Da waren wir vorhin. Gehst du von dort aus 3 nach Süden und 2 nach Westen, findest etwas Besonderes. Aber dennoch musst du suchen. 3 nach Süden, 2 nach Westen. Nie ohne Seife waschen. Das heißt 3-mal nach unten, 2-mal nach links. Ich weiß selbst nicht genau, wie man das finden soll, aber du sollst auf jeden Fall dorthin gehen. Hey, willst du noch was wissen? Ich weiß über alles Mögliche Bescheid. Was weißt du denn? Wusstest du schon, die Wüste, ne? In der Wüste ist ein Wirbelsturm. Und verirrst dich, wenn du da reingehst. Ah, das weißt du schon. Ah, Banditen sind da und die klauen die Münzen. Viel erzählt man sich hier, du redest immer mit anderen. Willst du noch mehr wissen? Nein, ist okay. Ist schon gut, Kumpel. Okay, probier das direkt mal aus mit der steinernen Statue. Wenn wir das gerade sowieso gelernt haben und wissen. Oh Gott. Die Banditen machen mir mal ein bisschen Sorge, wenn ich ehrlich bin. Okay, hier war die Maus, genau. Der Kollege, der chillt da im Schatten. Und hier war die Statue, habe ich recht? Oder... Ja, habe ich. Okay, 3-mal nach unten und 2-mal nach links. So, das war jetzt mal 1. Oh, ein Cent. Yeah. Zwei. Gott, wie viele von euch sind denn hier? Hilfe. So, 3. Und jetzt auch links 2-mal. Dann sollten wir an einem Secret angekommen sein. Zumindest wurde uns das gesagt. Vielleicht veräppelt er uns auch. Oh mein Gott, warte mal, was? Da ist was. Ich kann es noch nicht aufheben. Okay, hier in diesem Bildschirm. Hier ist nichts. Ach, hier ist ein Stein. Hey! Hey! Was soll das? Oh!
Was ist denn hier? Soundorden? Den schaue ich mir mal genauer an. Da, Sound FXC kostet gar nichts. Ändert die Soundeffekte während Maris Attacke. Okay. Ist kostenlos. Tu ich einfach mal. Warum nicht, ne? Ja, danke. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin die ganze Zeit schon gar kein Fan hier von dieser Wüste. Ich weiß nicht. Erst dieses große Gebiet, dann jetzt hier nochmal ein Labyrinth und ich weiß auch nicht so wirklich. Es ist einfach nicht so meins. Da geht mir so ein bisschen die, ja, ich will nicht sagen die Laune weg, aber ist schon ein bisschen anstrengend, hier bald durchzukommen. Aber ich freue mich schon auf die Ruinen, die werden bestimmt cool. Die stelle ich mir ziemlich cool vor. Ja, und was es am schlimmsten macht, die Gegner zu skippen, fühlt sich an, als wäre das komplett unnötig. So, warum skippst du die Gegner? Man hört einfach auf zu spielen. So fühlt es sich für mich an. Aber es lohnt sich einfach nicht, die Gegner zu killen. Es ist so wenig und ich kriege so viel Schaden und... Wisst ihr, was ich meine? Na ja, gut, wie auch immer. Was ist denn für einer? Hey. Ja, du da. Quiz! The Christmas, mein Name, und Quiz-Shows sind mein Leben! Du willst Quizzes? Ich hab sie! Wenn du meine knallharten Rätselnüsse knacken kannst, dann... Juhu! Gebe ich dir einen Sternsplitter! Willst du es versuchen? Na klar. Dann kommen wir zur Frage! Wo sind wir auf einmal? Frage! Wie lautet der Name von Gumbarius, kleiner Schwester? Gumbalina? Gumbaria? Gumbet. Ja, Gumbet. Tü-tüng. Oh, nein, das war falsch. Das war Gumbaria. Idiot. Merke beim nächsten Mal. Nun denn, ich hoffe, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Das ist blöd gelaufen. Was? Wieso macht das Geräusche? Ist da jemand drin? Hallo? Vielleicht wohnt da jemand drin. Da möchte ich auf jeden Fall nicht stören. Achso, warte mal. Shop. Komm direkt mal. Egal, dann nicht. Vorübergehend geschlossen. Hi, red doch mit mir. Hey, was ist dein Problem, Mann? Alter, jetzt red doch mal mit mir, verdammt. Hast du ein Problem? Hey, bist du aus Totan? Wow, das ist ja ganz schön weit weg. Stabsholk eine Ruin? Nein, noch nie von gehört. Hört sich eher nach einem Märchen für Touristen an. Hey, wenn du wirklich nach dieser, nach den Stabsholk was auch immer suchst, ne? Solltest du mit dem Infohändler sprechen. Dieser Händler lebt in dieser Stadt und tauscht Informationen gegen Items oder so ähnlich. Aus, sagt zumindest mein Freund. Du fragst, ob mein Freund der Händler ist? Ach, niemals. Der Kerl ist viel zu scheu. Kollege? Kollege? Hey! Hallo, bitte rede mit mir, nicht du. Ja, ja. Rede mit mir! Er sagt, au, au! Jetzt mal ohne Witz, warum redet er denn nicht? Was hat er denn für ein Problem? Ja, okay, er will nicht, dann nicht. Doof. Du da, du willst mit mir reden, oder? Hä? Brichst du das Wort an mich? Ein Komponist bin ich. 1000 Lieder sind in mir. Ich wünschte, ich könnte einen herzreißenden Text ersinnen. Ich will Musik komponieren, vorgetragen in wundervollen lyrischen Texten. Das ist mein größter Wunsch. Hä? Der macht immer diesen Sound, wenn ich drauf hau. Aber irgendwie nur in diesem Gebiet, oder? Komisch. Was ist das hier? Kann ich aber irgendwas machen? Dreimal im Kreis drehen, dann zweimal draufhauen und dann A drücken. Nein, passiert nichts. Okay. Interessante Stadt. Ich schau wieder ab, ne? Oh, hier geht's weiter. Ein sehr herzliches Geschwisterpaar lebt auf dem Sternstupfengipfel. Der Bruder Merlau sammelt Sternfütter und tauscht sie sogar gegen Orden ein. Die Schwester Merlieblich ist eine Wahrsagerin, die dir Fundorte von Orden nennen kann. Warum erzählst du das, was ich schon weiß? Warum ist da ein Gumba mit einem Bier, mit der Bierflasche drauf? Was habe ich verpasst?
Vor langer Zeit gab es in diesem Land ein Königreich namens Trocknes Königreich. König Mauser regierte es. Eines schlimmen Tages wurde er von seiner Gefolgschaft verraten. In dem daraus entstehenden Aufstand wurde das staubtrockene Königreich zerstört. König Mauser konnte fliehen und schwor seinen Feinden ewige Rache. Er sammelte seine getreuesten Männer um sich und besiegte die Verräter. Jene, die König Mauser halfen, waren die Räuber, die den staubtrockenen Außenposten erbauten. Okay. Hey, hallo! Ich assistierte dem Archäologen Professor Colorado. Ich kam in die staubtrockene Wüste, um die staubtrockenen Ruinen auszugraben. Aber hier ist es jeden Tag heiß wie die Hölle. Ich bin ständig durstig. Ich will einfach nur nach Hause. Ey, Kumpel, die suchen nach dir, ne? Weißt du das? Ist hier was? Wieso kommen wir hier rein? Hier ist nichts! Verrat! Aber hier ist was. Ein kleiner Todi. Ah, das Lohnlasse, der frische Körper und Geist! Nee, will mich nicht ausruhen, oder? Doch, will ich. Ich möchte mich ausruhen. Schlaf wohl, diese Träume! Danke, Toad. Nett von dir. Hast du geschlafen? Warst du die ganze Zeit hier drin? Ich wünsche viel Glück draußen! Okay. Bist du gruselig? Aber na gut. Ist doch kostenlos. Ich hatte, dass ein Archäologe namens Colorado ist, um nach den staubtrockenen Ruinen zu suchen. Weißt du was? Selbst wenn er die gesamte Wüste umgräbt, wird er sie nicht finden, ha? Ey, komm schon. Der staubtrockene Vorposten wurde vor langer Zeit von Räubern erbaut. Der Anführer dieser Räuberbande war ein Nachfahrer des Königs. Der König hat den Eingang zu den Ruinen verborgen. Die Aufgabe der Räuber war es, diesen zu bewachen. Die Legende sagt, dass der Nachfahrer des Oberräubers noch heute in dieser Stadt lebt, um die Ruinen vor den gierigen Augen von Plünderern zu schützen. Und hinten ist einer. Hey! Oh! 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 Verrat's nicht weiter! Wenn diese Frau einen Zauber auf dich legt, könnte das im Kampf sehr nützlich sein. Zum Beispiel könnte deine Angriffskraft stärker werden, oder aber du erhältst mehr Münzen für einen Sieg. Aber auch noch andere, viel merkwürdigere Dinge könnten geschehen. Aber verlass dich nicht auf diesen Zauber. Er wird sicher nicht in jedem Kampf wirksam werden. Er kann sehr hilfreich sein, ist aber auch völlig unvorhersehbar. Gut. Hi. Hallo du, geht's dir gut? Bist du traurig oder frohgemut? Die große Merlee, man mich nennt. Keine hübschere man kennt. Großen Zauber ich vermag, doch umsonst ich ihn nicht sag. Das Glück war bisher hold dir sehr. Hat sich doch gebracht hierher. Mein Zauber dir sehr helfen kann, doch keiner weiß, ob oder wann. Willst du es wagen und hören, was die Karten sagen? Ja. Hervorragend, genial, auf welchen Spruch fällt deine Wahl? Am besten der mit der höchsten Zahl. Spezialmagie, Normalmagie, Minimagie. Machen wir mal die normale erstmal. So denn, wir sind bereit und jetzt geht's los. Hat sich nicht gereimt. Die Karten! Die Karten! Oh, Mario war in der Karte drin. Yay! Was jetzt? Ich bin mir sicher, von meiner Macht nehmen sich deine Gegner in Acht. Selbst wilde Bestien werden weichen, beim Anblick meines Zaubers erbleichen. Also gut, bis später dann, wir sehen uns wieder irgendwann. Okay, ciao. Was sind das für Totenköpfe? Naja, ich frag mal jemand nicht nach, ne? Wir hauen wieder mal ab. Oh. Warum ist er jetzt abgehauen? Freigebige Menschen sind nett, sehr nett. Nette Menschen erfahren nette Geschichten. Ich habe hier ein Schäfchen. Kannst du haben? Ah, du gibst mir was. Du könntest nett sein. Wenn du ein sehr netter Kerl bist, gibst du mir noch etwas. Also, ich kann dir auch noch ein zweites Schäfchen geben. Ah, du gibst mir noch etwas. Boah, vielleicht bist du wirklich nett. Komm, wenn du ein sehr netter Kerl bist, gibst du mir noch etwas. Nee, Bro, jetzt reicht's aber mal. Tja, dann auf Wiedersehen. Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Na, okay, die Schäfchen hätte ich sowieso nicht benutzt, von daher ist es egal. Aber, wow, ich hab schon was erwartet. Hey, nein, ist jetzt auf? Oh, er hat's aufgemacht. Hey, Kollege, hey, du da, hey.
Willkommen, Reisender! Dies ist Minnie Mausers berühmter Laden im staubtrockenen Vorposten. Für was würden Sie sich interessieren? Fürs Kaufen. Gerne doch! Sie wollen also Ihren Kontostand erleichtern. Stellen Sie sich vor das gewünschte Item, drücken Sie A. Ich bin stolz, Ihnen hochqualitative Erzeugnisse zum kleinsten Preis anbieten zu können. Kein anderer Laden kann mit meinen tiefsten Preisen mithalten. Was? Trockenpasta? Pasta aus dem Schock und dem Vorposten. Okay. Na, ja, Trockenpilz, toll. Sirup? Staubhammer? Ein schaubiger alter Hammer. Wirf ihn nach einem Gegner. Okay. Und ein Donnerblitz. Donnerblitz ist nett. Aber ich habe kein Geld mehr. Den machen wir es trotzdem. Danke. Kein Ding. Und die Pasta. Komm. Ich will die Pasta haben. Kollege. Ja, Reisender, was kann ich dir denn anbieten? Mitnehmen. Einen Moment, hab doch nichts gelagert. Ich will dich mitnehmen. Nein, das können Sie nicht. Verdammt, ich wollte dir doch mitnehmen. Okay, keine Ahnung, wie man rechts durch die Tür kommt, aber irgendwie funktioniert das nicht. Ja, warte mal, wie kommen wir denn jetzt weiter? Wir sollten doch hier hin. Sollen wir nicht ihn wieder zurückbringen? Aber Informanten. Okay. Ja, was soll ich nur tun? Den Informanten sollen wir finden. Das gerade war nur der Verkäufer, der Minnie Mauser. Ja, aber warte mal. Er ist doch bestimmt. Warte, nicht der. Das ist ganz weit weg. Nein, haben die von gehört. Punkt, Punkt, Punkt. Was auch immer suchst, solltest du mit dem Infohändler sprechen. Dieser Händler lebt in dieser Stadt. Ja? Sag mein Freund. Nein, der Kerl ist nur scheu. Ja, er ist es halt, oder? Warum sollte er denn dann sagen, ach, da ist das nicht, das ist nur mein Freund. Das ist super seltsam. Hm? Wie war das, Kumpel? Du willst die Prinzessin sehen? Wuhu, das ist knackig. Das ist wunderschön, dann solltest du wohl besser einen Wunsch in die Sterne schicken, Kumpel. Hey, ihr Reisenden, habt ihr recht oder hab ich recht? Und wie sagt er jetzt wieder das Gleiche? Oder habe ich irgendwas anders gemacht? Wenn ich ihn mehrmals anspreche, passiert dann was anderes? Hat er jetzt gerade was anderes gesagt? Oder irre ich mich da? Mein Freund ist so scheu. Er hat Angst, mit Freunden zu sprechen. Mit Fremden. Er igelt sich dann regelrecht ein. Aha. Dann Prinzessin sehen. Muss ich ihm einen Brief geben? Habe ich einen Brief für ihn? Nein? Hey. Habe ich für dich einen Brief? Nee, glaube nicht. Kann man denn irgendwo sehen, welche Briefe man hat? Team. Paracarry. Okay, hier sehe ich nur die Attacken. Aber kann ich nicht sehen, welche Briefe ich habe? Vielleicht bei Items. Ah ja, bei Items. Merlon in Towtown, Gumpapa in Gumpafurt. Okay, nee, wir haben nichts. Okay, das ist seltsam. Hä? Ich bin nicht der Informant, sagt er. Muss ich wirklich vielleicht Items einfach abgeben? An den Typen rechts, damit er mich durchlässt? Dann ist er dahinter vielleicht der Informant? Aber der muss doch der Informant sein. Irgendwas muss man doch noch tun müssen. Irgendwas muss man noch tun können. Ich kann ihn halt nicht irgendwie abhängen oder so. Vielleicht ist ja am Baum was runterfällt. Ja, kein Cent. Vielleicht ist so eine Kokosnuss auf ihn drauf fallen, dann redet der. Aber nein, es passiert wirklich nichts. Sehr seltsam, da kann ich auch nicht durch. Pff. Jetzt fragt ihr mich aber was hier. Ich hab keine Ahnung, wie es da weitergeht. Du musst mir doch helfen, oder? Boah, ich weiß es nicht. Am Ende gibt er einem nichts. Na, macht er halt nichts. Ja, was er geben soll, soll ich nicht wirklich nett. Wirklich nette Menschen geben auch wirklich wertvolle Dinge? Der will einfach was Wertvolles haben? Ach nein. Ich möchte ihm nichts geben. Was ist hier faul? Die anderen sind es auf jeden Fall nicht. Das macht irgendwie keinen Sinn. Es muss er sein. Aber ich habe keine anderen Attacken oder sonst irgendeine Fähigkeit.
Ist das schwierig. Okay, ich habe mich mal schlau gemacht. Denn ich war tatsächlich ein bisschen frustriert und wusste nicht, was ich machen soll. Und ich bin jetzt Überzeugung, dass wir uns in der Wüste noch ein wenig umschauen sollen. Um ein paar, ja, generell ein paar Items, Orden und alles Mögliche zu finden. Ich weiß nicht, ich latsche einfach irgendwo lang, wo ich lang latschen kann. Und hoffen, dass wir was finden, ja. Theoretisch können wir auch mal gegen die ganzen Banditen kämpfen. Man kann nämlich auch gegen die kämpfen. Ich dachte, die würden auf der Overworld einem einfach nur Geld klauen und mehr ist das nicht. Aber nein, man kann auch wirklich noch gegen die kämpfen. Das können wir dir direkt mal, damit wir wissen, was wir hier auf uns vor uns haben. Ja, das ist ein Bandit. Banditen rempeln dich an, durchwühlen deine Taschen und stehlen dir bis zu 10 Münzen. 5 KP ist Verteidigungskraft, keine Verteidigung. Sie schleichen sich an dich heran und rempeln dich plötzlich und ohne Vorwarnung an. Wenn du ihnen Schaden zufügst, bekommst du deine Münzen wieder zurück. Lass sie uns platt machen, bevor sie mit unseren Münzen über alle Berge sind. Ja, das wäre eine Idee, aber tatsächlich ist es ja so... was zum... Hä? Das ist ja unser Oh, der Zauber versteckt meine Angriffskraft. Oh, das war aber jetzt um einiges mehr Angriffskraft. Oh. Okay, verstehe. Was will er mir denn jetzt klauen, wenn ich nichts hab? Es gibt nichts zu klauen, Kollege. Okay, das ist lustig. Hab ich das jetzt für den ganzen Kampf? Nee, okay, nur für einen Angriff. Trotzdem, es war gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht, diese Verzauberung oder was das war. Das würde sich vor allem für... Mist. Vor allem für einen Bosskampf oder so lohnen, oder? Ach, verdammt. Ich kann es nicht so gut ablocken, leider. Und ich glaube, ich muss mehr Palmen kaputt hauen für Münzen. Und generell auch mehr kämpfen für Erfahrungspunkte, weil wir brauchen einfach dringend diese Erfahrungspunkte. Vor allem für die BP. Aber natürlich auch für... verdammt, ich krieg das einfach nicht hin, das Timing. Verdammt. Ja, aber nicht nur für die BP, sondern auch noch für die Ordenpunkte. Ja. Ja, greift den anderen an. Extra zu ihm hinlatschen. Zack. Kann ein bisschen dauern, aber das ist halt so... Ach, der klaut einem gar kein Geld, wenn man blockt. Und die klauen auch immer mehr als 1 Cent. Haben wir ja gerade gesehen. Bam. Warum zerfallen die dann alle so in so ganz viel Edelstein? Seht ihr das? Hat jetzt nicht? Ah, nee, nur bei Mario war das gerade so. Hat Mario irgendwas ausgerüstet oder so? Keine Ahnung, aber schaut euch das an. Ich war full heal vorhin, oder? War ich das nicht? Und jetzt sieht's so aus. Also ja, keine Ahnung. Ich muss jetzt wieder zurückrennen zum Heilen? Ungerne. Aber, ja, gut, die droppen aber auch Geld. Ist genug, um sich einen Pilz zu holen, theoretisch. Theoretisch. Habe ich denn irgendwelche Items, die ich jetzt gerne benutzen würde? Ich weiß nicht, das Ei braucht man doch bestimmt noch für irgendwas, oder? Ich glaube, den Wackerskick, der lohnt sich jetzt am Anfang des Spiels, glaube ich, noch nicht. Hol mir die Trockenpasta. Gönn ich sie mir? Nee. Lass erstmal. Vielleicht finden wir hier noch Heil-Items. Komm schon. Komm schon. Oh, Münzen. Ja, damit kann ich mir mehr Heil-Items holen. Ja. Okay. Mehr ist hier nicht. Nö. Schade. Hast du noch Geld? Ja, da war noch Geld drin. Supi. Ja, Freunde. Ich schätze, ich werde mich dann... Oh, wo ist noch ein Block? Ich schätze, ich werde mich dann einfach hier noch ein bisschen umschauen. Und wenn ich was gefunden habe, dann werde ich es euch wissen lassen in der nächsten Folge. Alter, wieso sind hier so viele? Und da hinten. Ich habe was gefunden. Neue Feuerblume. Gut, mir fällt auch gerade ein. Nice. Mir fällt auch gerade ein, ich könnte theoretisch auch die Kämpfe skippen, aber gut. Das wäre auch ein bisschen Schwachsinn, oder? Na, keine Ahnung. Wir sehen dann mal. Wir sehen dann mal. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ist irgendwo safe? Ist irgendwo entspannt? Hier ist nicht entspannt. Ihr seid auf gar keinen Fall entspannt.
Ihr seid Rabauken! Obwohl keine Rabauken seid, ihr seid nur Pockys. Oh. Geheimnisvoller Stein.